Und jetzt ist es vorwärts ein bisschen gebeten, also Schmerzen auf Internet. Ja, und das ist sehr wichtig. Wir wollen CC in den linken Liner. Und auch jetzt sehen wir, wir gewollt werden noch einmal ein Stück Zeit. Und Menschen haben lieb, dass die Jüdischisten wollen, als der Vorwärts soll sein, etwas, was ist mehr lebendig. Jetzt machen wir Videos, ich und Yves Jacknowitz führen mit einem Kochprogramm, Essgesundheit. Wir geben uns jede vier, jede sechs Wochen an einem Episode. Das ist auf Jiddisch. Ja, der Kameramann kommt dann zu mir in Kirche und wir kochen verschiedene Portraves. Die Interkäppel sind auf Englisch, also ist jeder, man darf nicht kennen, kann Jiddisch. Und das ist sehr wichtig, zu ziehen, Menschen, die haben lieb, das alte, traditionelle Kocherei, aber kann nicht Jiddisch. Aber das ist ein interessanter Beieffekt von dem, ist echt bei Kim Blitzbrief von Menschen, Star-Menschen, Rabbunen immer viele, die sagen, ich habe so lieb zu kicken, weil ich lerne sich Jiddisch. Weil sie hören, was wir singen, sie kicken auf Englisch, was steht geschrieben, und sie lernen sich aus. Und der zweite, ich meine, eine von den besten Sachen, was die Website gibt zum Lernen, ist, dass du in wenig in dem Text ist ein Wertebuch. Also ist jedes Mal, was sie kommt zu einem Wort, was man kennt, darf man machen, pushen mit quetsch zwei Mal, und sie öffnen sich auf das englische Wort für dem Wort. Sachmenschen haben mir gesagt, dass Sofkosof können sie lernen jüdische Artikel. Sie haben bestimmt mehr gehört, als wir nehmen sie lang mit einem Wertebuch. Jedes Mal Dachblätter in einem Wertebuch. Nein, in einer Sekunde weiß man schon, was das ist. Wir haben auch Radioprogramme auf Jiddisch von Warschau, von Buenos Aires, von Moskau, von Paris. Und das ist sehr gut für Menschen, die kennen Jiddisch. Aber sie pushen sich schwer zu lernen. Ist für sie können sie hören, den Bericht. Und der beste von allen Männern ist Grussmann, was gibt eine Reportage von Yisroel. Es hat sehr jüdischen Tarn. Er ist älter von mir. Er redet bei ihm, also wie mit Geräten mit sich herab. Es hat einen sehr jüdischen Tarn. Auch jetzt will mir zitieren, die chassidische Lehnes. Die chassidische Lehnes haben an die klicken Telefonen. Sie kennen schon Lehnen im Vorwitz, sie wollen Lehnen im Vorwitz, weil sie gibt sie nice, was sie will nicht sehen in den chassidischen Zeitungen. Wir haben jetzt einen Blog, was heißt Jiddisch mit einem Aleph. Weil bei den Chassidim schreibt man nicht Jiddisch, like die Jiva Orthographie. Man schreibt es auf den alten Stegen, Aleph, Yud, Dalet, Yud, Shin. Und das sind in zwei Chassidim. Mit Pseudonymen, wo sie schreiben sehr offenherzig wegen Problemen in der chassidischen Welt, wegen des Prinzipassen der traditionellen Welt mit der modernen Welt. Und es ist gut für sie, weil sie bringen daran chassidische Lehne, was anders wollen sie nicht gekannt lehnen. Und es ist gut für uns, weil sie schafft eine Brücke zwischen unserer Welt und der chassidischen Welt. Das ist eine sehr wichtige Zeit in der Beziehungen zwischen den Chassidim und den Nicht-Chassidim. Zu lieben, was ich sage, Chassidim verlassen die chassidische Welt. Die Chassidim, die verbleiben, sind nicht eine Sache klüger, wie ihre Eltern sind gewesen. Sie wissen eine Sache mehr, was tut sich in der breiten Welt. Und was interessant ist, mir haben die Chassidim gemeint, dass die gewesenen Chassidim wollen sein in unserer Lehne, aber nein. Wenn sie gehen weg von der chassidischen Welt, bei der Klau haben sie oft zu reden Jiddisch. Das heißt, sie wollen daran werfen, einen jiddischen Witz tun dort, aber sie sind nicht allein von Jiddisch. Die sind verblieben und sind geworden mehr modern wie ihre Eltern. Sie sind die, die lernen uns. Und wir wissen, dass sie lernen uns, weil wir sehen die Kommentare, wir sehen, wir sehen euch, dass du eine Website, was heißt Google Analytics. In der Dem kann man sehen, nicht nur wie viele Menschen haben geöffnet zu dem Artikel in euch, wie sie wollen. Jetzt kann man sehen, sie kommen, die Lehne sind gewähnt von Curious Soils und sie gewähnt von Williamsburg. Wenn ich schreibe, bin ich ein chassidisches Thema, du weißt, es ist wohl zu bedeuten, kommt vor, wie in aller Erde sexuelle Belästigung von Kindern. Und das ist etwas, was ich geschrieben habe, Sache wegen dem. Ist, wenn wir schauen, so in den Artikeln, sie haben ja Sachen mehr Lehnes. Und wir können noch sehen, von wann sie kommen. Es ist nicht nur die weltliche Lehnes, es ist auch die chassidische Lehnes. Und ich meine, ich habe einen Blog, Neues für Bnei Bias,
was hat der letzte Gesindnei ist, Eitz ist, wie er so oft zusammen in Kirch, oder es ist geworden verschavet in Dreußen auf der Veranda, von den Metallen im Bänkel, wie er so, die kennst, putte werden von dem Fleck. Also eine Sachen, und ich sehe Menschen lernen das, weil wenn wir kicken auf die Google Analytics, sieht man, wo sind wir in der Top 10 oder der Top 25, und ich sehe als mein Blog, ich sage, ich meine das dann, ich habe nicht gewusst, wer so lernt das. Sof haben wir gelernt zu sehen, wie viele Menschen lernen die alle Artikel. Und wir haben auch, wir haben etliche sehr gute Schreiber auf der Redaktion, das ist Joel Matvejev, Leise Burko, Jordan Kutzik, sehr Artikel sind noch populär. Cyber im chassidischen, Cyber im nicht chassidischen Eulam. Es ist ein jünger Eulam. Es ist nicht ein Mames jüdische Zeitung. Es ist sehr schön zu sehen, wie man entwickelt sich.